wir sind da, den ganzen weiten Weg von da unten. Dok, 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 bis daher. Jetzt brauche ich erstmal ein Getränk und dann gehen wir ins Krankenhaus. Ja, was ist das für ein Satz? Dann gehen wir ins Krankenhaus. Schau dir dieses Krankenhaus an, das wurde 1905 oder so wurde das gebaut. Und damals hat man wirklich noch so schöne Krankenhäuser gebaut. Da ist man wahrscheinlich richtig gerne ins Krankenhaus gegangen. Ohne multiresistente Viren und dergleichen und ohne Privatpatienten und so. Ah doch, das gab es wahrscheinlich auch schon, Privatpatienten. Ja, dann gehen wir mal rein in das tolle Ding. Wir machen jetzt den Gang als Patient von da draußen hier rein und versuchen uns jetzt in diesen ersten Eindruck hier rein zu versetzen, wenn er in diesem Krankenhaus ankommt, in diesem Krankenpalast. Und dann durch diese Tür hier schreitet, die damals auf einmal nicht vollautomatisch aufging, sondern natürlich noch so. Und dann hat er hier seinen ersten Eindruck gehabt und hat, egal was er vor sich hatte, zumindest gewusst, er ist hier gut aufgehoben. Und wenn das auch alles nicht so leicht sein wird, so hat man doch ein Umfeld, das einem zum Leben draußen doch eine Annehmlichkeit verschafft. Ja, man glaubt es kaum, es ist ein Krankenhaus und ein Krankenhaus, das eigentlich aussieht wie ein Schloss oder naja, wie so ein Gaudi-Fantasie. Und ich glaube, da hätte man sich schon wohl gefühlt. Und meines Wissens war das auch die Idee dieser ganzen Sache, dass sich Leute in einem Krankenhaus eben auch menschlich wohlfühlen. Also im Prinzip das Gegenteil von dem, was man heute sich so vornimmt bei sowas. Deswegen ganz interessante Sache. Was noch zu erwähnen ist, ist, dass dieses Krankenhaus, als es Weltkulturerbe wurde, ich glaube, das war so in den 80ern, war das noch in Betrieb. Also das heißt, dass man auf dieses hier zum Beispiel, das ist so ein Krankenhaus, also im wahrsten Sinne des Wortes, also heißt Krankenzimmer. Und das war ein einzig großer Saal, den schauen wir uns nachher noch an. Und in diesem Saal lagen die und irgendwann war wegen Weltkulturerbe UNESCO natürlich nicht mehr die Anpassung auf heutige Standards möglich. Und dann hat man eben versucht, das irgendwie zu machen, aber dieser Segen, dieser Unterstützung und dieser Denkmalpflege war natürlich dann echt ein Problem, weil man konnte einfach nicht mehr alles umbauen. Also zum Beispiel elektrische Leitung und so weiter, das war dann gar nicht mehr so ganz leicht. Also es blieb alles auf dem alten Standard hier. Und als die dann gemerkt haben, wir können mal kurz hier runterschauen, guck mal, da kannst du es sehen. Hier unten da, oh, sehr gut, Toilette. Wenn ihr eine Toilette sucht, da unten hat es eine. Jedenfalls im Untergeschoss, da konnte man natürlich alles machen. Also das heißt, die ganze Gegend hier ist unterkellert. Und diese Gebäude hier, die hat man dann eben gelassen, unverändert. Und als die gemerkt haben, dass es einfach nicht mehr hinhaut, dann haben die jetzt, das sieht man jetzt nicht, aber da dahinter, da befindet sich das neue Krankenhaus. Und das neue Krankenhaus, das ist dann natürlich dann auf dem weißen Blatt Papier entstanden. Und da konnte man dann eben sukzessive dann den ganzen Betrieb von hier nach dort ins Neue verlagern. Und dann wurde das hier eigentlich zum Museum, so wie wir es jetzt heute sehen. Ja, ja, dann denke ich, komm mal mit, dann gucken wir es uns an. Komm jetzt einfach mal mit mir mit in das Krankenhaus. Als Gesunder geht man ganz gern in solche Dinge rein. Und leider ist jetzt hier das Ganze auch ein bisschen zum Museum geworden. Also, aber ich denke, hier kann man erahnen, was wir da für angenehme Räume hatten. Und diese Räume, die hatten, die waren wirklich für die Genesung, glaube ich, sehr angenehm. Also ich sehe jetzt hier so diese Leute mit ihrem, was weiß ich, was die hatten, dass die da hier geredet haben, Karten gespielt haben, geraucht haben, keine Ahnung. Und hier sind dann die Krankenbetten gestanden, so wie so eine Liegebatterie der Kranken an der Wand. Und diese Dinger hier, das waren dann Fenster und die haben dann
Luft und Licht in diesen Raum gebracht, was natürlich auch von der Genesung her und auch vom Gestank her wahrscheinlich ganz angenehm war. Weil du musst dir diesen Raum vorstellen mit sehr, sehr vielen Leuten. Also ich schätze mal, dass da wahrscheinlich 60 Betten, 70 Betten sind da, wenn es eng wurde, schon reingegangen. Also 1, 2, 3, naja, ein bisschen viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30, 40 Betten. Und da konnte man sehr praktisch dann durchlaufen. Und alles war ja wie so in der Fabrik, aber halt sehr, sehr schön. Gucken wir uns die Decken noch an, da oben. Das kam nicht zu kurz. Also die hat man nicht gekachelt, weil man dann das mit dem Kelch abspritzen konnte, sondern das war einfach damals der übliche Wandschmuck und Deckenschmuck mit diesen glasierten Kacheln. Ja. Hier, das gibt dir so einen Eindruck von den... Ah ja, hier kann man es sehen, guck mal. Das sind diese Krankenbetten. Oh, es ist durchaus sehr schmal belegt gewesen und ich glaube, ich liege da ganz gut mit meinen 30 Betten, hier sind sogar weniger. Und hier so ein Anblick über die vielen Gebäude und irgendwie haben sie alle was am Kopf gehabt. Naja, die alten Schläger hatten sich die Rübe angehauen. Ja, und das scheint die Gulaschkanone zu sein, wo sie ihre Riesenpaella hier gemacht haben. Wow. Oh, das ist gut, ja. Guck, was erzähle ich groß? Hier kannst du eigentlich alles sehen. So muss man sich das vorstellen. Das ist eine sehr schöne Rekonstruktion. Leider sind die Fenster nicht offen. Das will ich gar nicht sehen, wie da die Helligkeit reinkam. Stell dir vor, du warst im Krankenhaus und du kommst dann raus aus dem Krankenhaus und dann hast du diesen Anblick hier. Ich glaube, dass das ganz gut ist. Diese Freifläche, früher standen hier wahrscheinlich auch sehr große Bäume. Und jetzt hast du diese kleine Insel mitten in der Stadt. Ich glaube, dass das sehr, sehr schön war. Und der das gebaut hat, der das gemacht hat, der das geplant hat, der hat sich schon was dabei gedacht. Und ich glaube, er hat das Richtige gedacht. Solche Krankenhäuser wird man sich wünschen. Natürlich brauchst du nicht diese Verzierung und diese Krankenhaus Sagrada Familie, aber ich denke, diese Anordnung, die finde ich sehr, sehr positiv. Diese Ruhe. Wie du sehen kannst, hier gibt es auch tatsächlich noch echte Ärzte. Die sind nicht hier im Museum, sondern ich schätze mal, dass sie jetzt hier einfach bloß durchlaufen, weil die irgendwie ein Bocadillo unten essen und eben gerade Mittagspause haben. Wie du gerade eben sehen konntest, erzählt dieses Gebäude natürlich auch so ein klein wenig die Geschichte der Medizin der damaligen Zeit. Und ich kann mir vorstellen, das war ein Operationssaal, der eben Tageslicht hatte, rundum durch diese helle Verglasung, ähnlich einem Wintergarten. Und das hat durchaus seine Funktionalität gehabt. Außerdem war es auch hier ganz zentral im Mittelpunkt dieses Krankenhauses und hat damit natürlich auch so eine Fokussierung, so eine Beachtung und so vielleicht auch so ein Vertrauen geweckt. Da finden die wichtigen Operationen statt. Und jetzt schau dir diesen hellen Raum an. Dieser helle Raum, der ist nach oben hin in alle Richtungen verglast, 180 Grad. Und konnte damit natürlich ideale Lichtvoraussetzungen für so eine Operation geben. Das hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, sieht aus wie so ein Zuschauerbereich und das Geländer, dass keiner umkippt. Weil da kann es ja schon mal schlecht werden, wenn man so eine halbe Hüfte rausreißt. Nochmal der ganze Rundumblick aus der Sicht des Operationstisches. Und hier vorne wahrscheinlich der Vorbereitungssaal. Sterilisationsofen. Ja, irgendwie fasziniert mich dieser Operationssaal.
Und man möchte hier einfach diese Räumlichkeit nochmal einfangen. Ich tue das jetzt nochmal durch so einen Rundumblick, den ich ganz schnell mache. Nicht alles fertig, also da gibt es dann manche Häuser, wie jetzt dieses, in das wir reingehen. In diesem Haus, da laufen diese Umbauarbeiten und diese Restauration, die laufen da noch. Das heißt, man kann hier eigentlich auch ganz gut sehen, den Zustand, als es noch übergeben wurde. Guck mal, und diese Decke da oben muss extra geschützt werden, nicht dass noch was runterfällt. Das alte Mauerwerk. Irgendwann geht es einem wahrscheinlich wie den Patienten hier auch. Man fühlt sich wohl, also ich fühle mich wirklich wohl hier. Und dann sieht es eben auch so aus, dass man sich einfach mal hinsetzt und in der Sonne oder im Schatten dann sich kuriert. Die zwei, die machen es wegen den Füßen wahrscheinlich, oder? Oh ja, die sind nämlich sehr weit gelaufen, die sind sehr tapfer und voller Tatendrang und da übernimmt man sich natürlich sehr schnell. Wir machen jetzt ein bisschen ein auf Krankenhaus, hocken uns unter den Baum, denken an dich und sagen dir, schön wäre es, wenn du dabei wärst. Aber ich glaube, hier geht's, weil diese Sache kennst du ja von vor 3 Jahren war das und dann kannst du so ein bisschen mitreisen mit diesem Film und du erlebst jetzt hier das gleiche nochmal, nur bei schönem Wetter. Schau dir diese Sonne an. Auch dieses Gebäude ist sehr interessant. Zum einen bietet es mir jetzt auch den Einblick hier in das Treppenhaus. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass kein Detail eigentlich des schnöden, profanen Nutzbaus überlassen wurde, sondern man hat irgendwo immer noch so kleine Details. Und man fühlt sich fast wie in einem dieser Architektur-Gaudi-Häusern. Und das entdeckt man dann, wenn man ein bisschen abseits auch mal in die Treppenhäuser geht. Auch hier immer wieder kleine Ornamente und vor allen Dingen immer diese Stimmigkeit zwischen Licht und Größe und Geborgenheit, aber trotzdem dieses luftige, freie. Hier tatsächlich, wie ich dir gesagt habe, eine Kunstausstellung und diese Kunstausstellung hat diesen halbdunklen Raum doch eine ganz beeindruckende Umgebung und ein bisschen Klangfarben hintermischt. Und ich glaube, es geht hier um diese ganzen kleinen Verzierungen und diese kleinen Details, die ich ja auch gerade eben schon erwähnt habe. Schau es dir an und lass es mal kurz auf dich wirken. In diesen Räumen, wo natürlich der Schall auch so seinen Weg hin und her findet, bekommt dieses Krankenzimmer oder der Krankensaal, Krankensaal finde ich ein gutes Wort, bekommt so ein Krankensaal so eine sakrale Bedeutung, finde ich. Und auch so eine sakrale Atmosphäre. Und es hat tatsächlich was Kirchliches. Ich glaube, die spielen auch ganz bewusst damit. Und man muss sagen, die Spanier, die haben schon so ein Händchen für diesen Mix zwischen kirchlichem und künstlichem und vielleicht auch ein bisschen provokativen. Also da haben wir ja schon einiges in Museen gesehen, was uns auch da doch überrascht hat. Also von wegen streng katholisch, spanisch, nur historisch, sondern da sind auch durchaus moderne Elemente drin. Hier finde ich eben diese Kombination und diesen Mut einfach aus einem Krankensaal, eben so eine Installation zu machen. Schau dir das hier an, diese Lichtspielereien. Ganz toll und scheint auch anderen Leuten so zu gehen. Also die Leute bleiben tatsächlich stehen, schauen sich's an, lassen es auf sich wirken und immer wieder natürlich Schülergruppen. Also das sind wahrscheinlich solche klassischen Reisen, so wie sie auch die Emma jetzt erlebt hat damals in Andalusien. So, jetzt haben wir die Gebäude fast durch und wie heißt es immer so schön? Das Beste kommt zum Schluss. Wir müssen uns bloß beeilen, weil wir werden hier von einer Besuchergruppe hinter uns gejagt. Es ist immer besser, wenn man die Ersten ist in so einem Haus. Und wir gehen jetzt in diese Eingangshalle hinein. Ja, da sind wir. Oh,
Okay. Schau mal, Pauline, hier oben. Das sind Decken. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt noch irgendwas mit dem Krankenhaus zu tun hat, aber es gehört zum Krankenhaus. Es ist die große, freie Eingangshalle hier. Und wenn man die Treppen hochläuft, die du jetzt vorher gesehen hast, dann landet man in diesem tollen Saal hier. Und auch hier wieder die Mäuseperspektive, um diese grandiosen, bombastischen Decken zu sehen. Ja, die sind wahrscheinlich gekachelt, weil die könnte man ja nie putzen, dann bräuchte man ja wieder eine Riesenleiter. Dieser Raum hier hat eine wunderschöne Aussicht hier raus in den Hof. Man hat diesen herrlichen Ausblick runter zur Straße. Und irgendwo endet es dann wieder in einem großen Saal. Also ist da mehr so ein Verbindungsweg. Hier nochmal der Blick raus. Das ist der pompöse Eingang. Wie muss sich jemand gefühlt haben, der damals krank wurde und der kam in einen Palast? Also nicht in ein Krankenhaus, sondern in einen Palast. Und ich glaube, das war schon eine Wertschätzung und eine Anerkennung und vielleicht damit auch schon eine kleine Linderung. Ich gehöre jetzt mitten in diesen tollen Saal, der auch wieder zur Straße hin geöffnet ist, da wo wir herkamen. Aber jetzt kommt's. Der hat hier einen richtig kleinen Konzertsaal-Erscheinung. Und ich kann jetzt hier mal kurz für dich eine kleine Aufführung machen. Barcelona! aber tatsächlich ist es hier so ein Mix aus neu, Akustikwänden, und damit unterscheidet sich dieser Raum ganz wesentlich von anderen. Hier habe ich eine gedämpfte Akustik, die nicht so einen extrem harten Saal, so ein Krankenhaus-Sterilität hat, sondern hier kann ich tatsächlich auch Reden halten und Konzerte geben. Das wird sicherlich die Idee sein. Aber von der Atmosphäre natürlich wie überall im Krankenhaus, Palast, ein Krankenpalast. Lassen wir das noch kurz wirken. Da hinten, das sind zwei Krankenschwestern. Das ist eine schöne Ansicht, hier kann man sehen, wo wir uns befinden. Also wir sind hier jetzt, da, das ist, und hinter uns liegt dieses Gebäude da. Das ist das hier, das große Eingangsgebäude mit der Sagrada Familia dahinter. Also das heißt, die Sagrada Familia ist etwa hier, da unten, da. Man läuft dann da hoch und hier kommt man rein. Da haben wir vorher rausgeschaut und hier war da, wo wir dieses Krankenzimmer sehen konnten, hier war die Kunstausstellung und hier war noch die Baustelle, hier oder da, ich weiß nicht, eins von denen. Die anderen kann man nicht anschauen und hier ist das Gebäude da hinten, das du da siehst. Und ganz da dahinter liegt dann der neue Bereich, das heutige Krankenhaus. Wie du hier siehst, ist das alles unterirdisch. Und das war sicherlich daraus entstanden, als man irgendwann erkannt hat, die normalen Verkehrswege, Weltkulturerbe kann man jetzt nicht hier beliebig verändern. Dann sind die einfach unter die Erde gegangen. Über uns ist dieser freie große Platz, wo wir vorher saßen. Und hier, das waren dann die Transportwege, zum Beispiel der Krankenwagen konnte bis ganz da durchfahren. Das machen wir jetzt mal schnell, gehen wir auch darüber. Da hinten liegt der Eingangsbereich, die Eingangshalle. Da konnte man eben die Einlieferung der Kranken machen. Und dann sind die auf diesem Weg unterirdisch, ein bisschen makaber, sind die unterirdisch dann eben hier transportiert worden und konnten so den jeweiligen Stationen zugeführt werden. Übrigens, tolle Akustik. Hey, oh, oh, oh. La Cucaracha. Wir kommen jetzt gerade an so einen Kreuzungspunkt hierher.
Also hier geht es dann in das eine Gebäude. Ich denke mal, da ging dann im Gebäude dann eine Treppe hoch. Und immer wieder hat es hier dann solche kleinen Lichtschächte. Und diese Lichtschächte machen auch dieses Unterirdische nicht zu einem Keller, sondern man hat immer das Gefühl, man ist hier nicht ganz im Dunkeln. Wir gehen jetzt mal so eine Straße hier lang und dann können wir das mal nachvollziehen, wie die Leute hier transportiert wurden. Und ein Gang reiht sich hier an den anderen. Man, ah ja, hier sind sehr schöne Bilder. Ein amerikanischer Straßenkreuz als Krankenwagen. Und man muss ja immer bedenken, dass dieses Krankenhaus noch sehr lange in Betrieb war. Tolle Bilder hier, pass mal auf. Ja, guck hier, hier kannst du sehen, also das ist eigentlich in dem Zustand wie damals. Aber damals war auch dieser ganze Hof noch befahrbar. Also da war sicherlich nicht diese Ruhe und diese Abgeschiedenheit, so wie man es heute jetzt empfindet. Und hier zeigt die Entstehung. Hier übrigens nochmal der Operationssaal. Und da die ganze Nachbarschaft drumherum, die noch nicht in der Stadt so richtig mittendrin war. Wahrscheinlich wie viele Krankenhäuser, auch bei uns natürlich kirchlich geführt, mit den vielen Krankenschwestern, die damals doch seltsame Gewänder trugen, die heute ja schon fast unter das Vermummungsverbot fallen. Bilder von dem Krankensaal, die Kantine mit der Gulasch- oder Paella-Kanone und hier die Giftküche, wo sie ihre Drogen gemischt haben, die Apotheke, herrlich. Hier auch nochmal diese Angestellten in der Krankenhaustracht, aber in das Gebäude sind wir jetzt nicht reingekommen, schade. Da drüben gibt es noch ein paar Bilder. Ja, das habe ich, die Sagrada Familia, noch mitten auf der grünen Wiese und die dann sukzessive immer mehr von der Stadt einvernommen wurde bis an die Mauern des Hospitals. Auch hier sieht man dann die Baustelle noch. Das, was damals noch so umtriebig war, ist ja heute alles dieser Innenhof, der ruhige, besinnliche. 1929, du erinnerst dich, 1930 hat dann der Sohn den Bau übernommen von ihm, weil er gestorben ist. War das Krankenhaus doch in einem mittelalterlichen Zustand. Das ist das alte Krankenhaus, Santa Creu oder wie das heißt. Und die Art war natürlich das gleiche, so ein Fließband hier. Und in der Mitte konnte der Chefarzt dann eben durchheilen. Und aber natürlich das Ganze in einem scheunenartigen, bauernhofähnlichen Zustand, in der Ausführung, wie man eben sagt, mittelalterlicher Zustand. Auch hier, das erinnert eher an Maulbronn als an ein Krankenhaus. Das war der bisherige Standort und das bisherige Gebäude vor dem Umzug dann in dieses Krankenhaus hier. Such nicht ohne die Krönung des Abschieds im Souvenirshop. Und wir gehen mal kurz durch die Reihen, dass du auch siehst. Bei dem Souvenirshop kann man immer ganz gut erkennen, was eben im Museum los war. Ja, dann gehen wir mal los. Der wird witzig. Ja, mitnehmen. Für Pauline, oder? Ja, den kriegt Pauline. Kinderbücher zum Thema Kranksein, Krankenhaus, Godi. Und Barcelona. Malbücher, Kunstbände. Oh, das ist sehr schön. Guck mal, das da. Die Skyline von Barcelona. Erinnerst du dich an diesen Konzertsaal Requiem Mozart? Ja, mit diesen Bildern, denke ich, verabschieden wir uns von diesem Krankenhaus. Und von dir. Ja, und hoffen, dass du mal nicht so schnell irgendwann mal ins Krankenhaus musst. Und wenn, dann stellst du dir einfach vor, du wärst in diesem Krankenhaus und hättest genau diese Ansichten. Bis dahin, mach's gut, tschüss!